Hallo, zurück aus den Kabinen des Stadio Cherlon zur zweiten Hälfte. Zwei sehr, sehr spannende Partien haben wir hier in der Konferenz. Aber ja, nichts, aber. Aber ja, doch, aber. Hier führt der Außenseiter. Olympique Lyon. Und drüben im Camp Nou steht's 1-1. Und da gibt's hier leichte Verwirrung bei diesem Foul. Da bleiben wir noch da bis zur 55. Spielminute. Ja, ist abseits. Jetzt ist nur noch Kuddelmuddel. Da gehen wir lieber gleich rüber. Dankeschön. So, hat sich nichts getan im Stade de Chalon. Chancen 8:2, wie gehabt, alles geblieben. 8:2 Torschüsse, schon eine bescheidene Leistung von AC Mailand. Aber Robinho steht da ganz klar im Abseits. Also das war mehr nur als dieser eine Schritt. Okay, da geben wir ab, wenn Barca zaubert. Bei mir muss noch was los sein. AC Mailand liegt hinten. Der eigentliche Favorit auf den Titel liegt hier hinten. Und entweder sie bügeln sie im Rückspiel aus oder sie machen jetzt dann gleich mal. Aber jetzt, in den nächsten Minuten wird das nicht mehr, wenn die so weiterspielen. Gelbe Karte für Alex. So, jetzt kommt Ronaldinho für Seedorf. Der soll nochmal frischen Wind reinbringen. Abrosini auf Pato, der ist auch neu eingewechselt worden für Pirlo. Macoun auf Delgado. Delgado müsste da spielen, da steht ja eh einer, aber er ist ein Egoist und spielt nicht ab. Toulalan jetzt
auf Chris, Michel Bastos, Delgado da drin. Spiel doch ab, Junge. Michel Bastos jetzt nochmal. Delgado mit der Flanke. Da steht keiner. Ibrahimovic. Rüber. Der hätte auf Pato kommen sollen. Aber hat er nicht getan. Rivier. Brio. Auf Lisandro Lopez. Rivier. Sambrotta klärt wieder und da gehen wir wieder ab ins Camp Nou. Also, jetzt ist es auch vorbei im Stade de Gerland. 1:0 gewinnt Lyon gegen Milan und wir freuen uns aufs Rückspiel. Bis dahin.